Moin Leute, ich habe heute einen Rest-Day und trotzdem werde ich meine Ernährung nicht vernachlässigen. Ich werde heute trotzdem wieder auf meine Proteine kommen. Ich habe schon alles durchgerechnet und ich komme heute auf ca. 195 Gramm Proteine bei nur 1800 Kalorien. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich euch jetzt. Mein grüner Tee, der tut die gerade ziehen. Später gibt es noch einen Kaffee dazu. Ich mache mal meinen grünen Tee mit Kreatin, weil sich das Kreatin im heißen Wasser besser auflöst. Aber wir reden nur übers Essen jetzt gerade. Also, ich mache mir wieder ein Omelett mit 4 L-Eiern. Dazu nehme ich 15 Gramm Butter, die habe ich mir hier abgewogen. Räucherlachs, 100 Gramm. Und ich habe noch von den Vortagen zwei kleine Scheiben normalen Lachs. Da komme ich auch nochmal auf 100 Gramm, also insgesamt 200 Gramm Lachs. Und am Ende streusel ich dann den Rest vom gestrigen Halloumi drüber. Das sind 125 Gramm. Und die Makros werdet ihr dann gleich sehen. Ich zeige euch dann das Essen, wenn ich damit fertig bin. So, natürlich ist es wie immer total auseinandergefallen, aber immerhin habe ich eine Hälfte des Omelettes gerettet. Ich habe noch ein bisschen Thymian drüber gestreut und ja, habe auch schon eben probiert. Wie man vielleicht gerade sieht, kaue ich noch ein bisschen. Eigentlich redet man mit offenem Mund ja nicht. Und ja, ich freue mich jetzt aufs Essen, habe wieder super Makros. Die Makros sind hier irgendwo eingeblendet, wahrscheinlich wieder hier unten. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Macht's gut, Leute. So, Leute, jetzt kommen wir zum Abendessen. Und zwar habe ich wieder ein ganz, ganz einfaches Rezept vorbereitet. Ich habe hier einmal 200 Gramm Hähnchen, noch von den letzten Tagen, was übrig geblieben ist. Und eine Kugel Mozzarella, die ich jetzt aufreiben werde. Und danach werde ich das Ganze in den Ofen schieben, für eine halbe Stunde drin lassen. Und das Ganze hat wieder super, super viele Kalorien, super Makronährstoffe und super Mikronährstoffe. Denn Mozzarella hat wirklich, wirklich viele gute Vitamine, wird sehr, sehr oft unterschätzt. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn das Essen fertig ist und der Käse schön zerschmolzen ist und das Hähnchen warm und überbacken ist. Also bis gleich, Leute.